Na also, da bist du. Ich habe mir ja sowas gedacht. Sag einmal, was fällt dir eigentlich ein? Also, wo willst du hin? Zu deiner Mama, was? Nein. Also, wohin denn? Weg. Weit weg. Ich habe genug. Du bist übergeschnappt. Versteh dich gar nicht. Ich habe doch gar nichts getan. Du weißt doch, ich war bei der Gräfin Rachotschan. Es waren sehr gute und wichtige Leute dort. Ich habe zu Hause angerufen, um dir zu sagen, dass wir auf den Kurwenzel fahren, frühstücken, damit du dich nicht beunruhigst. Und da sagt mir die Anna, dass du mit 4 Koffern fortgefahren bist. Also mich hat fast der Schlag getroffen. Tja, ich gewusst, was los ist. Ich kenne dich doch, René. Schau, die Rachotschan ist deine beste Kundin. Ist doch nur in deinem Interesse, wenn ich die Frau nicht vor den Kopf stoße. Unmöglich, so mir nichts, dir nichts aus der Gesellschaft vorzulaufen. René, René, ich hab dich doch ohnehin gerade anrufen wollen. Ich bitte dich, hör auf, darum handelt es sich doch gar nicht. Was willst du denn da nicht? Ich hab doch gar nichts getan. Nein, du hast gar nichts getan. Ich weiß, du hast mich nie betrogen, du hast keine Schulden gemacht, du hast mir nicht das Haus angezündet, aber du hast auch nichts getan, aber auch schon gar nichts, was eine Frau tun muss, wenn der Mann ein bisschen Freude an ihr haben will. Du hast keine Freude? Wo soll ich denn Gelegenheit dazu haben, an dir Freude zu haben? Was hast du denn eigentlich im Kopf? Wofür lebst du denn? Kleider, Hüte, Mäntel, Friseur, Diners, Gesellschaften, lauter dummes und albernes Zeug. Mein liebes Kind, du vergisst, wer du bist. Du bist doch schließlich wer? Die Frau René Molitors muss doch schließlich repräsentieren. Ein Mann, der Mode macht, braucht doch eine mondäne Frau. Ich will aber keine. Ich habe im Beruf genug. Diese mondänen Ziegen, die hängen mir ja schon zum Hals raus. Schlimm genug, dass ich mich im Geschäft den ganzen Tag mit Imprimé, Goldlamé und Crêpe de Chine, Crêpe Satin herumschlagen muss. Zu Hause habe ich eine unbändige Sehnsucht nach Barchen und Loden. Es mag ja Männer geben, bitte, die eine mondäne Frau haben wollen, ich aber nicht. Bei Gott nicht. Das habst du bis hierher. Ich habe doch alles nur deinetwegen getan, René. Du bist einzig und allein meine Frau und hast so zu sein, wie ich mir eine Frau wünsche. Das ist nun mal so. Die Frau muss sich den Wünschen des Mannes anpassen. Das geht nun mal nicht anders. Das macht für die Frau unbequem sein, aber das muss sie auf sich nehmen. Das ist die Aufgabe für die Frau. So, jetzt ist es mal raus. Ja, aber warum hast du mir das nicht schon längst gesagt? Da packt man doch nicht einfach seine Koffer und macht sich heimlich davon. Glaubst du, ich kann keine einfache, brave Frau sein? Ich kann alles sein, was du willst. Ich liebe dich doch. Das heißt, dass du... Dass ich alles tun will, damit du Freude an mir hast. Ich schwöre es dir.